Und wieder ist ein Jahr rum und wieder ist es März, diesmal 2019. Und diesmal habe ich wieder eine Fastenkur begonnen. Also ich habe vor, wieder 100 Tage zu Saftfasten und in der Zeit mich möglichst gesund zu machen und euch auch daran teilhaben zu lassen. Das hier ist nur ein kleines Infovideo. Ich würde gerne mehr machen, aber eigentlich habe ich so viel anderes vorzubereiten und zu tun und zu machen, um diesen ersten Tag erfolgreich rumzukriegen. Und es geht eigentlich auch nur darum, jetzt diesen einen Tag erstmal rumzukriegen. Das ist die Meisterleistung. Ein Tag mit dem ganzen neuen Konzept auszuhalten. Ein neues Konzept, also sprich nur Säfte trinken. Eine Fastenzeit sollte nicht nur mit der Ernährung zu tun haben, sondern du solltest dir auch anderweitig mal überlegen, was du dir in deinem Leben alles reinziehst und dich damit zumüllst. Also auch mal zur Ruhe kommen mit elektronischen Sachen oder mit Medienjunk oder alles, was im Grunde genommen du machst, um deine Zeit zu vertreiben, um deine Gier zu befriedigen, aber was dir eigentlich im Leben nichts wirklich Positives bringt, außer vielleicht Zerstreuung. Und ja, also ich überlege mir halt auch in nächster Zeit vermehrt rauszugehen, ohne jetzt irgendwie dabei was zu hören oder zu gucken oder so. Und einfach mal ein bisschen sich selber zu finden. Das ist ganz wichtig, denke ich mal, weil man muss auch mental sich umbauen bei so einer Fastenzeit, um da drin zu bestehen. Ja, und als ich Fastenzeiten gemacht habe, wo ich das nicht getan habe, wo ich halt weitergearbeitet habe und mich weiter gestresst habe, dann ist das sehr schnell alles zusammengeklappt. Und das möchte ich dieses Jahr vermeiden. Also ich habe ja im Vorfeld zu dieser Fastenkur einiges über die Psychologie des Essdrucks gelesen. Da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten, was da so alles Interessantes dabei rausgekommen ist. Im Vorfeld das Wichtigste ist, ich habe jetzt ein paar Leute im Hintergrund, die überwachen, was ich mache. Also ich weiß halt, ich schaffe das, aber es ist ganz wichtig, dass du das in Kooperation mit anderen Leuten machst. Ja? Ich werde alles, was ich kaufe, fotografieren, schicke das denen, dass sie das sehen. Ich werde im Vorfeld des Tages planen, was ich eigentlich zu mir nehme. Und wenn ich Sport mache, dann wird das öffentlich auf Fantastic wieder gezeigt. Also ich denke halt mal, es ist eine sehr gute Sache, wenn du das, was du machst, öffentlich machst, weil dann wird es auch für dich zu einer wichtigeren Sache, die du halt auch dann in der Routine beibehalten kannst. Das einzige Mal, als ich es wirklich durchgehalten habe, 120 Tage zu fasten, habe ich das auch mit diesem Videotagebuch gemacht. Ne? Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Teil des Ganzen. Ja? Also nicht nur, um euch jetzt tolle Videos zu machen, sondern halt einfach, dass sie modulieren. Heute renne ich den ganzen Tag durch die Gegend. Und mir schießen andauernd die Bilder aus diesem Jahr, wo ich diese 120 Tage gemacht habe, in den Kopf. Die Bilder, die in den Videos drin sind. Ja? Also als ich beim Laufen gewesen bin, als ich die ersten Einkäufe gemacht habe, als ich angefangen habe zu boxen. Ja? Und später dann, wie das immer besser und erfolgreicher wurde, wie ich mich halt verändert habe. Und am Ende dann irgendwie Free Climbing machen konnte und so. Ne? Und diese Erinnerungen geben mir halt auch Kraft, weil ich weiß, das ist kein endgültiger Zustand, auch wenn es mir nicht gut geht. Mir geht es echt nicht gut im Moment. Ich bin 141,7 Kilo schwer jetzt im Moment. Ich habe Knie, die Schmerzen ohne Ende. Das rechte von mir ist etwas angeschwollen, ne, weil das instabil ist und ist mal umgeknickt. Deswegen humpel ich. Aber zu dem Humpeln kommt noch dazu, dass ich jetzt so einen Hexenschüssel habe. Also keinen richtig großen, aber dennoch habe ich eine Verspannung im unteren Rücken. Ne, und ich kann kaum geradeaus laufen. Also ich laufe gerade rum wie so ein Zombie im Endeffekt. Ne, was auch den Sport natürlich ein bisschen beeinträchtigt. Aber dennoch, ich will raus und möglichst schnell meinen Körper wieder zur Gesundheit bringen. Weil ich weiß, ich habe das schon mal gemacht und es hat keine 3 Monate gedauert und ich war auf einmal wie ausgewechselt. Und das möchte ich auch wieder erreichen. So, genug erstmal für heute. Also ich werde jetzt nachher meinen ersten Saft machen. Ich habe noch nichts getrunken heute, außer natürlich Tee und so und Wasser. Und möchte euch diesen Tag, also ich möchte diesen Tag mit euch teilen jetzt durch dieses Video und euch auch morgen nochmal erzählen, wie er denn dann so weitergelaufen ist. Aber erwartet nicht jetzt jeden Tag ein Video von mir. Wie gesagt, es ist eher so, dass ich die ganzen Sachen filme, aber nicht gleich präsentiere, sondern eher zusammenschneide und dann kompakt an einem gewissen Tag in der Woche bringe oder so. Also das ist so mein Plan. Ich glaube, das wird eher funktionieren, weil ich möchte auch nicht, dass diese Videos meinen Sport beeinträchtigen, was auch schon mal passiert ist. So, okay, also. Das Fasten hat begonnen. Ich habe die ersten 12 Stunden hinter mir. Mal gucken, wie weit wir es diesmal schaffen.
Ich hoffe ja bis zum Ziel. Das wäre der 14. Juni. 100 Tage. Alles klar, ne? Also bis dahin, bleibt bei mir. Abonniert meinen Kanal. Klickt die Glocke, dann dingelt es, wenn ich was Neues raufbringe. Ja, und auch wenn ihr angefangen habt, da sind einige, das weiß ich, dann wünsche ich euch auch viel Erfolg. Bis dahin, Tikva aus.